Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier den HP Omen Graphics Accelerator. Das ist ein Kästchen, wo eben eine externe Grafikkarte drin ist und die betreibt hier dieses kleine Ultrabook. Hier ist das HP Spectre X360. Das ist mittels USB Typ-C Anschluss bzw. Thunderbolt an diese Grafikeinheit hier angeschlossen und hat hier auch entsprechend mehr Performance. Schauen wir aber erstmal auf diesen Kasten hier. Das ist dieser Accelerator. Hier drin steckt eine 480 Grafikkarte und dazu blicken wir mal einfach in diese Box. So kriegt man die auf. Mitgeliefert ist hier das Netzteil und man kann dann selber auch die Grafikkarte einbauen und eine Festplatte, eine 2,5 Zoll Festplatte, glaube ich, passt da rein und hat dann einerseits den Speicher des Notebooks erweitert, andererseits auch die Grafikpower ordentlich verbessert. Hier drin steckt eine RX 480 von AMD, soweit ich das weiß. Man kann aber natürlich auch eine 1050 Ti verbauen, aber sonst auch eine 1080 einfach verbauen und hat dann auch volle Gaming-Performance für zu Hause. Man muss also prinzipiell kein Gaming-PC kaufen oder ein Gaming-Laptop, sondern man kauft sich eben für diese 299 Euro, was das Gerät kostet, einfach diesen Graphics Accelerator und steckt ihn an das eigene Notebook, sofern dieses einen Thunderbolt 3.0 Port hat und kann dann darauf spielen. Und das demonstriere ich gleich mal auf dem HP Spectre X360. Das ist ein Standard-Ultrabook. Ihr seht auch, wie dünn das Gerät ist. Das ist nichts Besonderes hier. Ich glaube, 13 mm dünn ist das. Also wirklich ein sehr schlankes Gerät. Und hier läuft ohne größere Probleme auch Overwatch. Vielleicht kann ich das hier starten und das ein bisschen herzeigen. So, und hier haben wir eine kleine Übungsrunde. Ich spiele hier direkt auf dem Touchpad. Das heißt, meine Performance wird nicht allzu gut sein, also meine Spiele-Performance. Aber ihr seht hier, Overwatch läuft auf jeden Fall flüssig und das bei Full HD. Und ja, auf einem Ultrabook. Und hier drin steckt ein mobiler Ultrabook-Prozessor, ein Intel Core i7, 16 GB Arbeitsspeicher und generell eher Ultrabook-Spezifikation, auf gar keinen Fall eine Grafikkarte. Das hier wird im Normalfall betrieben von einer Integrated Graphic von Intel, die eben beim Prozessor dabei ist. Und was ihr hier für ein Ergebnis erzielen können, das zeigt der 3D-Mark-Benchmark am besten. Und zwar haben wir bei dem Gerät hier 15.671 Punkte erreichen können mit dem Graphics Accelerator angesteckt. Und hier haben wir das Spectre X360 ohne Graphics Accelerator und das kommt standardmäßig auf eine Punktzahl von 4.031 Punkten. Also darauf ist praktisch kein Game spielbar. Wenn ihr aber diesen Graphics Accelerator ansteckt, dann könnt ihr verschiedene Titel auch mit ganz normalen Framerates spielen, wie ihr es vielleicht von Gaming-Laptops oder Gaming-Desktops kennt. Also volle Performance von dieser Grafikkarte könnt ihr dann auf eurem ultradünnen Laptop nutzen und auch später zum Beispiel, wenn vielleicht eure 1050 Ti irgendwann zu langsam ist für Games, könnt ihr das auch zur nächsten Generation upgraden, ganz ohne Probleme. Ihr tauscht hier einfach hier drin im Graphics Accelerator die Grafikkarte aus, packt eine neue rein und habt schon mehr Performance bei eurem Notebook. Das Einzige, was euer Notebook erfüllen muss, es muss einen USB Typ-C Thunderbolt 3.0 Port haben. Das kann hier das Spectre X360 und es funktioniert nicht nur mit HP-Geräten, nicht so wie beim Dell Alienware Graphics Amplifier, sondern ihr könnt das auch mit eurem MacBook oder was auch immer ihr habt, solange es einen USB Typ-C Thunderbolt 3.0 Port hat, könnt ihr den HP Omen Graphics Amplifier problemlos nutzen. So, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.